Ist sie reingegangen? Nein. Wie soll das funktionieren? Einfach zusammentun wie sonst, oder? Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Links gehört mir. Wir sollten nicht mehr lange warten müssen. Die neuen Rekruten. Gut in Form. Woran erkennen wir Ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Hier oben. Die Kultisten ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Also, es ist anderthalb Jahre her seit... Wie ist es dir ergangen? Den Smalltalk kannst du dir sparen. Wir sind zum Arbeiten hier. Das Narrenfeuer. Wieso bist du sicher, es ist Spider-Man? Weil die... Hat es sich in Ordnung bei dir? Zweifel hast, dann rate ich dir, sie jetzt zu verbrennen. Alles, was wir wollen, ist Vertrauen. Das ist kein Smalltalk für mich. Ich habe mich um dich gesorgt. Mir geht's gut. Ich war wütend und nachlässig. Jetzt bin ich voll da. Irgendwann kommt er raus. Schaut hoch, Spider-Man! Noch keine Spur von Ihrem Boss. Gehen wir weiter. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel. Irgendwo hier lässt die sich entriegeln. Die Tattoos zeigen in der Sekte die Hierarchie an. Soll das etwas Gutes sein oder etwas Schlechtes? Wie kann irgendwas davon gut aussehen? Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Gut, um alle im Auge zu behalten. Warte, ich habe eine Idee. Willst du das der Klasse mitteilen? Sieh nur zu. Aha, die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich hab meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Bitte nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Toll. Wer sagt's denn? Aller guten Dinge sind zwei. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das von Spider-Corps Grabstein. Komm schon, wirklich? Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Denn alles brennt. Hast du das vorher schon mal gehört? Nicht sicher. Lass uns gehen. An, Eva. Sehen wir nach den Gefangenen.
Wir wollen dir helfen. Nicht so laut. Hey, alles klar da drin? Hallo? Wir holen dich irgendwie raus. Wenn die Flamme euch lässt. Wir bringen dich schnellstmöglich raus. Bitte. Ich sollte gar nicht hier sein. Wir bringen dich hier raus. Die Türsteuerung ist nebenan. Schnell! Wie viele Anhänger sind in dem Gebäude? Ich weiß es nicht. Viele. Die Steuerung ist also nebenan. Wenn das die Anhänger der Flamme sind, hält die Flamme dann da unten hoch? Ich glaube nicht. Er ist noch würdig. Und feiert den Übergang dieses Funken von Typhon zu Hephaistos. Alles okay mit dir? Denkst du? Alles prächtig. Du musst dein wahres Ich nicht mehr vor der Welt verbergen. Da die Welt dir von nun an nichts mehr anhaben kann. Dieser Raum hat wohl keine anderen Ausgänge. Hoffentlich gibt es hier noch mehr als diesen Bildschirmschoner. Die Türsteuerung? Na, ich weiß nicht. Es muss einen Weg geben, diese Zellen aufzuschließen. Das Buch der Flamme. Klingt nach einem Bestseller. Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Hätte nie gedacht, dass du noch mal jemanden überlistest, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narrenfeuer hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst? Verrat mir dein Versteck, dann zeige ich's dir. Das Krankenhaus nördlich von Astoria. Bist jederzeit willkommen. Wenn ihr würdig seid. Wusstest du die ganze Zeit, wer die Flamme war? Nein! Ich hatte einen Verdacht, aber ich wusste es erst, als ich ihn sah. Woher kennt ihr zwei euch? Er hatte eine ähnliche Gruppe, als ich ein Kopf war. Ich nahm sie hoch, aber er entkam. Die Flamme ist gar nicht hier. Wir müssen ihn verfolgen. Nachdem wir die Gefangenen befreit haben. Jemand von uns wurde angegriffen. Oh, hi! Ich sehe das Narrenfeuer. Hat dir dein Schiff mit der Flamme gefallen? Sie bestimmt! Nein, nicht wirklich! Deine letzte Strafe. Schnell! Stopp! Los, gehen wir nach oben. Hinter der Tür oben sind noch mehr Anhänger. Nur dort. Du willst die Tür aufmachen? Wieso nicht? Hat das noch jemand gehört? Da! Spider-Man!
Feuer! Okay, das Wichtigste zuerst. Woher weiß er, wer du bist? Meine Stimme. Als ich ihn als Polizistin jagte, gefiel sie. Er fand raus, wer ich war, um mir zu sagen, dass ich scheitere. Was weißt du noch über ihn? Deine vorherige Sache? Als er kurz davor war, sagte er ihm, dass es Zeit sei. Er hat sie umgebracht, damit niemand mit uns redet und sie ließen es zu. Er ist ein Monster. Die neue Welt ist nicht für dich. Gut. Das ist das erste Mal, dass du ihn gesehen hast, seit er entkommen ist? Ich habe lange versucht, ihn aufzuspüren, aber andere Fälle kamen dazwischen. Ich wusste aber, dass er nicht was ist. Runterfunken! Und die Anhänger der Flamme? Sind die wie seine alte Gruppe? Die alte Gruppe war klein. Vorsicht! Diese Leute hier! Ich weiß nicht, was größer ist, ihre Anzahl oder ihr Selbstvertrauen! Jetzt lass uns die Leute hier rausbringen. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri! Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten! Und ich kenne Trapster. Wir können nicht warten. Du weißt nicht, wie er ist. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn wir reinstürmen und sterben. Wir brauchen einen Plan. Ich schaue mir die Krankenhausbasis an und checke, dass alles sicher ist. Zufrieden? So kann man es auch ausdrücken. Oder auch als etwas weniger gestresst. Die Pflanzen sehen nicht glücklich aus. Peter, danke für Ihre Hilfe.
Hier ist eindeutig das Wachstum gestört, aber wir konnten bisher die Ursache nicht feststellen. Könnten Sie uns weiterhelfen? Danke. Es sollte den Pflanzen viel besser gehen. Irgendwas macht sie krank. Die Wasserqualität ist wichtig. Das sollte ich analysieren. Okay, meine kleinen Pflanzenfreunde. Weshalb geht es euch so schlecht? Okay. Ah, das war falsch. Keine Sorge, ich werde euch alle heilen, damit ihr die Leute ernähren könnt. Dieses Molekül identifizieren. Ich liebe die Wissenschaft. Sieht aus, als befiele das Pathogen in der Regel Pflanzen im Fluss. Aber Fische sind dagegen immun. Schätze, wir haben unser Heilmittel gefunden. Spleißen wir ein paar Gene. Mit ein klein wenig Gentechnik kann ich euch immun gegen das Pathogen machen. Genau wie diese Fische. Ich brauche nur ein kooperatives Exemplar. Fischchen, Fischchen, Fischchen. Wo bist du? Ich verspreche, du bist im Flossenumdrehen wieder zurück im Wasser. Nicht die richtige. Ich brauche eine andere. Schon, Leute. Eure Pflanzennachbarn brauchen dringend eure Gene. Falsche Art. Schwimm weiter. Will jemand helfen, ein paar Pflanzen zu heilen? Hab dich. Jetzt schnell eine Probe nehmen. Keine Sorge, Kumpel. Tut nicht weh. Eine glitschige Probe gesichert. Jetzt muss ich damit nur noch die Pflanzen spleißen. Okay, meine blättrigen Freunde. Gleich fühlt ihr euch besser. Ich muss dieses Fischgen einsetzen. Ich muss sie alle aufreihen. Okay. Okay, damit sollte Feast arbeiten können. Ich freue mich, euch wachsen zu sehen. Bald wird es euch besser gehen. Mal sehen, was Dr. Young hier draußen. Peter, danke für Ihre Hilfe bei unseren Tests zum maschinellen Lernen. Ähnlich wie damals bei der Emily May Stiftung, lernen unsere Drohnen, was sie draußen tun sollen. Sobald sie bereit sind, fährt die Aufnahme fort. Okay, dann mal los jetzt.
Der Test besteht aus zwei Teilen. Erst müssen Sie der Drohne beibringen, was sie anvisieren soll, um die Bienen zu schützen. Schön. Trainieren wir ein paar Bienendrohnen. Oh, und zwar möglichst, bevor der Akku der Drohne leer ist. Sorry, wir arbeiten an der Akkulaufzeit. Verstanden. Also los. Nein, danke, bienenfressende Wespen. Bienenwölfe? Verschwindet! Ich hätte gedacht, dass Ratten Bienen fressen. Erwischt. Gut. Der Satz ist komplett. Jetzt bringen Sie der Drohne bei, optimale Nistplätze zu identifizieren und zu markieren. Bienenimmobilie? Dann mach los. Achten Sie auf die Flaggen. Sie markieren ideale Orte. Ich bin wie ein Bienenimmobilienmakler. Ein Bienenimmobilienmakler. Der Datensatz ist komplett. Die Drohne fliegt nun zurück und lädt die Daten hoch. Danke, Peter. Das dürfte gutes Material für die KI sein. Hoffentlich findet Dr. Young das auch. Zu messen. Gehen Sie zum Fahrradständer im Central Park. Ihr Ausweis gewährt Ihnen Zugriff. Wir brauchen keine Schlagzeilen. Das ist ein Job für den guten Pete. Jetzt kann ich eins dieser coolen, hochmodernen Dinger fahren. Links vorbei!